Guten Morgen. Mit 14 hat das bei mir angefangen, da habe ich Zeitung ausgetragen, um mein erstes Geld zu verdienen, um mir irgendwas zu erfüllen, irgendeinen Wunsch. Und das war schon nicht immer so einfach, Zeitung auszutragen. Ich habe sehr viel Zeitung ausgetragen und ja, es war eine unangenehme Aufgabe und die galt es zu lösen. Mit 19 habe ich Toiletten geputzt, an der Praktikerkasse gesessen, all die Dinge gemacht, um mein Studium zu finanzieren. Und auch das waren nicht immer angenehme Aufgaben und sie mussten trotzdem gelöst werden. Und auch heute einfache Tätigkeiten wie jetzt den Rasen mähen, weil sonst der Garten als eventuell nicht als eine Pflege erkennbar deklariert wird und damit vielleicht den Gartennormen nicht entspricht, ist eine unangenehme Tätigkeit oder kann eine unangenehme Tätigkeit sein. Und ihr kennt bestimmt da hunderte Beispiele, wo ihr sagt, ja, das ist eine unangenehme Tätigkeit und die gilt es aber zu erfüllen und die ist jetzt im Kontext meiner Lebensstrategie schon wichtig. Ja, und was passiert denn eigentlich? Was macht das denn so unangenehm? Man geht raus, Zeitung austragen, man geht raus und ja, steckt die alles da rein so und fängt schon an, oh, so kalt und eigentlich will ich nachher noch ein paar tolle YouTube-Videos sehen von War Spirit und oder ich möchte irgendwelche Dinge noch erledigen, es sind also regnen, hoffentlich werde ich nicht krank und macht sich so seine Gedanken, auch warum mache ich das überhaupt, warum tue ich Zeitung austragen, vielleicht gibt es andere, bessere Optionen, vielleicht wäre ich selber YouTuber, wäre digitaler Nomade, aber nein, stattdessen tue ich jetzt hier mit den Zeitung mich rumärgern und die Leute schauen so ein bisschen herabfällig auf mich, weil ich ja nur Zeitung austrage und nicht irgendwie an der Börse spekuliere und so weiter. Wie kann ich das nur optimieren? Wie kann ich mein Leben optimieren? Das heißt, diese Situation, und dann tut man die Zeitung immer reinstecken, aus dieser Situation rausgemacht, naja, dann denkt man halt so nach und fragt sich dann auch vielleicht, ist das überhaupt gerecht? Warum muss ich Zeitung austragen? Ich kann doch so viel mehr. Ich habe doch viel mehr Potenzial. Ich kann doch ganz andere Sachen erreichen. Und es ist vollkommen legitim, über sein Leben zu reflektieren und nachzudenken. Es ist sogar sehr wichtig, mindestens einmal über jede seiner Verhaltensweisen nachzudenken. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Die Sache ist nur die, wenn man immer wieder darüber nachdenkt, dann kommt man meist immer zu demselben Schlüssen. Und das darüber nachdenken als solches wird zu einem Habitus, zu einer immer wiederkehrenden, ja, zu einem wiederkehrenden Schema. Man denkt darüber nach, wenn man mit etwas unzufrieden wird. Es wird ein Muster. Und dieses Muster ist eben häufig die Unzufriedenheit. Es sind ja die unangenehmen Aufgaben. Das sagt das, der Terminus ja schon, unangenehme Aufgabe. Es assoziiert mit Unzufriedenheit oder irgendeinem nicht schönen Gefühl. Und zumal der erste Gedanke, wenn man einmal darüber nachdenkt, meist auch der beste ist, ist es dennoch so, dass die meisten von uns, und dann nehme ich mich natürlich auch nicht außen vor, bevor ich dann darüber nachdenke und das erkenne, dass wir unangenehme Aufgaben, dass sie oft begleitet sind mit den Gedanken an diese Aufgabe. So, und dann kam die Erkenntnis. Und dieser Satz ist ein Satz, den könnt ihr euch gerne irgendwo hinschreiben. Auf euren Rasenmäher, auf euer Zeitungsaustragekorb, euch an die Kasse kleben oder an die Spülbürste, wo auch immer ihr das hinklebt. Es ist ein Satz, der ja, den Menschen einfach Klarheit gibt über einen einfachen Zusammenhang. Es ist viel schwerer, darüber nachzudenken, als es zu tun. Eine Tätigkeit, Zeitung austragen. Wenn ihr so lang läuft, denkt darüber nach, über diese Unzufriedenheit, dass die eine Situation, damit umzugehen, und die andere Situation wäre, ihr tut es einfach. Tut Zeitung austragen. Steckt hintereinander rein, schaltet euren Geist aus, macht eure Arbeit. Es ist viel schwerer, darüber nachzudenken, als es tatsächlich zu tun. Eine Übung der Akzeptanz. Wunderbar. Es ist ein Annehmen des Ist,
Wunderbar. Es ist ein Verlust der Opferhaltung. Man denkt nicht nach, man macht es einfach. Wunderbar. Immer auch unter dem Aspekt, dass man einmal darüber nachgedacht hat, dass man ja, sich bewusst geworden ist, was man tut. Und dass man dann eben sagt, okay, ich muss den Rasen mähen, damit der Gartenverein zufrieden ist. Oder ich möchte Geld verdienen, um mir das und das leisten zu können. Und deswegen mache ich das. Und das ist das Beste, was ich jetzt machen kann. Das hat man dann einmal entschieden und dann macht man das einfach. Ja? Sonst ist man dann auch Opfer, wenn man gar nicht mehr reflektiert über das, was man tut. Auch das ist sehr, sehr wichtig anzumerken. Und so steigert sich seine Zufriedenheit. Und man kann mit allem zufrieden sein. Ja, man kann auch mit Zeitung austragen zufrieden sein. Und keiner bestimmt, mit was du zufrieden sein kannst. Das ist so subjektiv. Frag mal jemanden, der gerade kniend vor einem Kämpfer des islamischen Staates steht, dem gerade sein Kopf abgeschnitten werden soll. Videokamera läuft schon. Und frag den, ich muss Samstag Zeitung austragen, das finde ich total uncool. Was er antworten würde. Er würde die Situation wahrscheinlich sehr, sehr gerne mit euch tauschen. Und er wäre sehr zufrieden, Zeitung austragen zu dürfen. Ne? Also ihr könnt tatsächlich mit jeder Situation zufrieden sein. Es gibt kein, das muss erreicht sein. Ihr müsst eure Erfüllung gefunden haben. Ihr müsst viel Geld verdient haben. Ihr müsst spirituell durch die Decke gehen oder irgendwas. Nein, ihr könnt, ihr dürft mit allem zufrieden sein. Mit allem, was euch zufrieden macht, dürft ihr zufrieden sein. Und einmal mehr erkennen wir, dass etwas Unangenehmes, wie unangenehme Aufgaben, Leid mit dem richtigen Ansatz zu etwas wird, was euer Leben bereichert. Und das ist einfach wunderschön. Denn jedes Mal, wenn ihr irgendwo ein Problem habt, denkt darüber nach, wie ihr dieses Problem nutzbar machen könnt. Seine Chance. Jedes Problem ist eine Chance. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Freue mich über eure Kommentare. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder, euer Christian.